Hallo und herzlich willkommen zur Ostfriesen-WG. Heute am Silvesterabend sind dabei unsere Organisatorin von Ostfriesen-WG. Ja, ich bin die Organisatorin von Ostfriesen-WG und Adeptin von dem magischen Zirkel Ignis Corbus, Amina Laugan. Und unser Begründer? Ja, das stimmt. Ich bin der Begründer von diesem YouTube-Kanal Ostfriesen-WG. Und ich bin Großmeister von dem magischen Zirkel Ignis Corbus. Mein Name ist Leamas Laugan. Und meiner Person der Moderator von Ostfriesen-WG und der Meister von dem magischen Zirkel Ignis Corbus. Professor N. kann leider nicht persönlich dabei sein, da er noch zu tun hat. Aber sobald er Zeit hat, werden wir ihn dazuschalten. Fangen wir an. Los geht's. Heute reden wir über dieses ganze Jahr 2023. Welche Themen wir hier auf diesem Kanal besprochen haben. Richtig. Wir haben euch ein magisches Ausbildungskonzept vorgestellt. Ja, und diese magische Ausbildung wurde von einem anderen Großmeister unseres Zirkels Ignis Corbus erstellt. Er war damals ein Schüler von W.E. Butler. Daher sind unter anderem in unseren Videos von diesem Jahr Verweise auf Herrn Butler. Er kannte auch Dion Fortune persönlich und hatte auch mit ihr magisch zusammengearbeitet. Daher sind auch Verweise zu Dion Fortune in unseren Videos, aber nur in den Videos der magischen Ausbildung, die fünf Türme der Magier. Da du es gerade erwähnt hast, Amina, für die Videos haben wir in unsere Playlist einen Ordner erstellt. Magische Ausbildung kostenlos. In diesem Ordner findet ihr alle Folgen der magischen Ausbildung, die fünf Türme der Magier. Dieses Jahr waren die Videos von uns sehr weißmagisch. Naja, bis auf einige Dezember-Videos mit den Flüchen, die waren schon sehr schwarzmagisch. Und am Heiligabend. Moment mal, Jungs, nicht alles durcheinander. Lasst uns strukturiert beginnen. Wir fangen mit dem Januar 2023 an. Ja, du hast recht. Aber bevor wir beginnen, möchte ich noch darauf hinweisen, warum wir so vorgegangen sind. Durch diese Ausbildung geben wir unseren Abonnenten und unseren Zuschauern ein Grundwissen über Magie und einen sicheren geschützten Raum, den Tempel, in dem sie magisch arbeiten können und sicher Wesenheiten beschwören können. Ja, richtig. Und ihr müsst nicht unbedingt Engel beschwören, sondern ihr könnt auch Dämonen oder andere Wesen in diesem Tempel beschwören. Wir wollen nächstes Jahr mehr auf dem linken Pfad der Magie gehen. So ist es, Leamas. Wir werden ähnliche Bereiche machen, die wir im Dezember teilweise schon vorgestellt haben. Halt, stopp. Das reicht jetzt auch. Mit den Themen, die nächstes Jahr besprochen werden. Dieses können wir am Ende von diesem Video besprechen. Nun fangen wir bitte mit dem Januar 2023 an. Dabei können wir Bilder, Schriften oder Skripte zeigen. Und wir können endlich mal was trinken. Was meinst du? Das ist eine sehr gute Idee. Ist schließlich auch Silvester. Ich hoffe, ihr betrinkt euch nicht so wie letztes Jahr. Keine Sorge, Professor N. ist dieses Mal leider nicht dabei. Ja, der war letztes Jahr gut betrunken. Können wir jetzt mit dem Januar 2023 beginnen? Ja, in Ordnung. Dann fang mal an, HDJ.
Das erste Video im Jahr 2023 handle ich mal ganz kurz ab. Es war ein 3 Minuten langes Video. Ein Werbevideo, in dem wir uns vorstellen. Ich mache gleich weiter mit dem zweiten Video. Moment, HDJ. Lass uns erstmal was trinken. Jetzt schon trinken. Ja, aber ich schaue erstmal, ob Professor N erreichbar ist. Dann können wir mit ihm anstoßen. Das ist eine sehr gute Idee. Hallo, was kann ich für euch tun, meine Freunde? Du kannst zu uns rüberkommen. Das geht leider nicht, Lehrmas. Ich habe leider noch viel zu tun. Aber du kannst dir doch bestimmt etwas Zeit nehmen für unsere Videos von diesem Jahr und mit uns anstoßen. Ja, aber ich kann leider nicht so viel trinken wie letztes Jahr. Da gebe ich dir recht, Professor N. Besser nicht so viel trinken. Prost! Prost! Prost, meine Lieben! Prost, meine Freunde! Das nächste Video ist unser 85. magische Video. 85 Spirit eines Ortes. In diesem Video rede ich über Spirits oder Geister eines Ortes, dass jeder Ort ein Bewusstsein hat, dass sie beseelt sind. Grundstücke, Haus, Wohnungen. Und wenn man den Geist nicht beachtet, ist es kalt in der Wohnung. Es entsteht Schimmel. Es kommen Rechnung und Mahnung zu euch, da es Negatives anzieht. Aber wenn man den Hausgeist ehrt, ihm Geschenke macht, zum Beispiel am Tag des Einzuges und zu Weihnachten und vielleicht auch an anderen Tagen, dann beschützt euch euer Hausgeist. Richtig. Und es ist warm in eurem Haus und er zieht positive Nachrichten an. Und was schenke ich dem Hausgeist? Räucherungen, einen Namen, Fußmatte, Tempel, einen extra Raum nur für den Spirit, besondere Opferungen und Kerzen und vieles mehr. Ach so, okay, ich verstehe. Auf zum nächsten Video. Bitte kein Stress. Lasst uns lieber nochmal anstoßen. Ich mache keine Trinkpause, ansonsten bin ich nachher betrunken. Ich mache lieber auch eine kurze Pause. Ich muss noch arbeiten, sonst bin ich nachher betrunken. Okay, aber wir trinken noch Lehrmas, oder? Aber sicher, darauf kannst du einen lassen. Prost, mein Freund. Prost. Ich mache mal weiter, das nächste Video, 86 Abschirmung. In diesem Video redet HDJ über verschiedene Techniken von Schutzmagie. Er spricht ausführlich über die Energiedusche. Und ich bringe euch eine magische Formel bei. I-A-O. Das I steht für Isis, die Kräfte der Natur und der Schöpfung. A steht für Apophis, der Gott der Zerstörung und der Aufhebung. Und O für Osiris, der Gott der Auferstehung und der Verwandlung und Transformieren bedeutet. Diese Formel eignet sich besonders gut, um Energien umzuwandeln oder energetisch loszuwerden. Diese Formel ist sehr bekannt in der magischen Szene
und stammt von dem Golden Dawn. Ich zeige euch eine magische Technik der Lichtsäule. Wer Schutz benötigen sollte, sollte sich unbedingt dieses Video anschauen. Und als nächstes seid ihr schon mit der magischen Ausbildung angefangen, richtig? Nein, da noch nicht. Es war schon mal eine Vorbereitung auf die magische Ausbildung. Dieses Video, 87 magischer Raum und magischer Kreis, hat HDJ auch alleine gemacht. So ist es. Ihr hattet ja alle keine Zeit. Naja, in diesem Video erkläre ich ganz ausführlich, was ein magischer Raum und ein magischer Kreis ist. Und ich gehe schon da auf einen mobilen Raum oder Tempel ein. Und als das Video online ging, rief ich Lea Mass an. Ja, ich sah das Video und dachte mir, vielleicht sollten wir den Schutzraum oder magischer Tempel, heiliger Raum genauer behandeln, damit wirklich jeder, der sich für Magie interessiert, sicher und geschützt Magie, Rituale und Beschwörung ausüben kann. Ich fand die Idee spitze. Natürlich mussten wir unseren magischen Zirkel fragen, ob wir zirkelinterne Rituale verwenden dürfen. Da Lea Mass ein paar Grade über mir ist und schon länger in dem magischen Zirkel Ignus Corvus ist, sollte er es versuchen. Nun ja, was soll ich sagen? Begeistert waren sie nicht, da der Zirkel seit Jahrhunderten im Geheimen agiert. Noch geheimer als die Freimaurerloge. Aber einer unserer Brüder sagte, er habe Unterlagen und Techniken, die wir mit Sicherheit verwenden dürfen. Dieses wurde im Rat unserer Ältesten geprüft. Wir erhielten die Erlaubnis, dieses zu veröffentlichen. Wir erhielten die persönlichen Aufzeichnungen von ihm und wurden dann geskriptet. Und in der Zwischenzeit kam das Video 88 Imbolc, ein keltischer Feiertag, oder auch Eulmec. In dem Video erkläre ich ganz genau, was für ein Feiertag es ist, was für Rituale in diesem Zeitraum durchgeführt werden und welche Götter und andere Gestalten geehrt werden. Ich habe Durst. Lasst uns nochmal anstoßen. Okay. Diesmal trinke ich auch wieder mit. Prost! Prost, Männer! Prost, Männer, auf uns! Jetzt kommen wir zu der magischen Ausbildung, die fünf Türme der Magier. In diesem Video erklärt HDJ die Preise von Magieschulen, Logien und Zirkeln, warum sie auf ihre Preise kommen. Dass diese Ausbildung, die fünf Türme der Magier, auf unserem Kanal kostenlos ist. Und dass ihr sowohl alleine, aber auch zusammen in einer Gruppe von Freunden und Bekannten die Ausbildung absolvieren könnt. Ich erkläre in dem Video, dass Meditation und Visualisieren sehr wichtig ist und ihr in zukünftigen Videos das Visualisieren genauer lernen werdet. In diesem Video mache ich mit den Zuschauern eine meditative Reise zur Magieschule. Und bei der meditativen Reise sind Amina und ich bildlich mit dabei. Ja, aber erst in viel späteren Videos machen wir auch real mit, da wir zu diesem Zeitpunkt keine Zeit hatten. Drei grundsätzliche Bestandteile der Magie sind: erstens das Wollen, zweitens das Formen und drittens das Manifestieren. In diesem Video erkläre ich die drei Arten von Magie: niedrige Magie, hohe Magie und spirituelle Alchemie. All dieses erkläre ich ganz ausführlich in dem Video. In diesem Video legst du den Grundstein, das Fundament für den ersten Turm der Magier.
den heiligen Raum oder Tempel. Es wird ausführlich erklärt, wie der Tempel aussehen soll, von den Wänden, Boden oder Decke, wie er betreten wird oder gereinigt wird. Das ist ein wirklich sehr ausführliches Video, das bisher noch nie ein magischer YouTube-Kanal so gut und praxisnah erklärt hat. Es muss verständlich und gut erklärt sein, damit es jeder versteht und nachmachen kann. Wir wollen das Interesse an Magie wecken und jedem den Zugang zur Magie ermöglichen. Im nächsten Video 90, die 5 Türme der Magier, erkläre ich die Herstellung eines mobilen Tempels, da nicht jeder einen zusätzlichen Raum zur Verfügung hat. Am Anfang ist es sehr wichtig, dass ihr einen physischen Tempel habt, in dem ihr arbeiten könnt. Da stimme ich dir zu. Es macht es für den Zuschauer einfacher. Schon das Erstellen eines Tempels ist eine magische Arbeit. Durch das tägliche Arbeiten im physischen Tempel baut man automatisch den Geist des Tempels auf. Das spreche ich in diesem Video auch an und wird in späteren Videos auch ein Ritual dazu gezeigt. In diesem Video zeige ich eine spezielle Technik, eine Meditationsreise, um negative Erlebnisse oder Erfahrungen in eurem Leben zu verarbeiten. Es ist sehr wichtig, seine Alltagslast loszuwerden. Nicht nur in der Magie ist es von Vorteil, seine Altlasten loszuwerden. Jeder Mensch sollte sich davon befreien, da er sonst durch Hass und Groll seinen Geist vergiftet. Da gebe ich dir recht, Amina. Sehr weise Worte von dir. Danke. Darauf trinken wir. Prost! 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 Prost, ihr Lieben! Das nächste Video 91, wahre Magie. In diesem Video erkläre ich, was wahre Magie ist und was uns hemmt in der Magie, die Trägheit, also die Altersketten unserer Gesellschaft. Ich zeige euch, wie ihr euren Feind, die Trägheit, besiegen könnt. Du gibst in diesem Video Themen vor für Meditationen und wie man seine Ergebnisse aufschreibt. Auch die Nutzung eines magischen Tagebuchs ist dabei sehr wichtig. Ja, schon das Aufschreiben von Notizen ist eine magische Arbeit. Der Geist wird dabei strukturiert und die Inhalte werden dabei vertieft. Das nächste Video, 92, Ritualgegenstände. In diesem Video erkläre ich, wie wichtig Notizen sind und dass es eine magische Übung ist, um seine magische Persönlichkeit zu entwickeln, und es ist der erste Teil der magischen Robe. Ich zeige euch, wie ihr eure Kordel herstellt. Ich zeige euch, wie ihr die beiden Säule zwischen den Welten herstellt. Sie sind die Tore des Wissens. Das sind die Säulen für die inneren und höheren Ebenen. Die schwarze Säule muss zu eurer Linken stehen und die weiße zu eurer Rechten. Das wird in dem Video auch so erklärt. In diesem Video werden auch 4 Bücher empfohlen, die noch genauer auf die einzelnen Themen eingehen. Wir stellen euch in den magischen Ausbildungsvideos immer wieder Bücher vor, in denen ihr das Wissen aus unseren Videos vertiefen könnt. In dem nächsten Video 93, Altar und Leuchtfeuer, erkläre ich euch, wie ihr euren Altar bauen könnt und wie er aussehen soll. Ich erkläre euch in dem Video die Technik, die Welt anheilen.
Mit dieser Technik habt ihr Zugriff auf die Gegenstücke von Objekten, die auf den astralen Ebenen existieren. Aber darauf gehe ich genauer in diesem Video ein. Ich gehe noch auf die Besonderheit des mobilen Tempels ein. Ich gehe auf das Reinigen von gekauften Objekten ein und auf die Herstellung eines Altartuchs und Altarleuchte und Schutzmaßnahmen für Brandgefahr. Du erklärst es auch sehr gut, dass alle Ritualgegenstände im Tempel bleiben und diese nicht verlassen. Dazu zählt auch die Robe. Wollen wir noch mal trinken? Ja, ich muss erst mal nachgießen. Prost! Prost, Jungs! Kommen wir zu dem Video 94 Aktivierung des ersten Turms der Magier. In diesem Video erklärt HDJ, wie ihr die Banner der vier Himmelsrichtungen herstellt und wie der erste Turm der Magier aktiviert wird. Ja, und ich erkläre die Farben der Himmelsrichtung, in dem die Banner hergestellt werden sollen. Die Grundfarben sind blau für den Osten, rot für den Süden, grün für den Westen und gelb für den Norden. In diesem Video erkläre ich euch, wie ihr sehr günstig einen Kessel oder Räuchergefäß herstellen könnt. In dem Video gehst du auch darauf ein, wie Musik durch ihre Schwingungen Einfluss auf die Magiearbeit haben. Sowohl positiv als auch negativ. Und in diesem Video werden auch wieder Bücher vorgestellt, die noch genauer auf dieses Thema eingehen. Und du gehst auch auf die 7 Stufen der Meditation ein. Du führst in diesem Video wieder eine Meditationsreise durch, um den ersten Turm der Magier zu aktivieren. Diese Übung ist besonders wichtig. So ist es. Nur wenn diese Meditation gut klappt, ist der erste Turm aktiviert. Und nur durch genaue Beobachtung und das Beschäftigen mit der Umgebung, wie Tempelstreichen, hilft dabei zu visualisieren. Ich habe auch Gedächtnisspiele eingebracht, die Beobachtungsgabe trainieren und damit auch das innere Auge trainiert. Kommen wir zum nächsten Video, 95 der Tempelring. In diesem Video gehst du nochmal auf die Visualisierungstechniken ein und auf die magische Persönlichkeit. Ja, die magische Persönlichkeit ist auch sehr wichtig in der Verbindung mit dem Tempelring. Ich erkläre in diesem Video, aus welchem Material der Ring bestehen sollte, wie ihr diesen Ring reinigt und ein sehr ausführliches Ritual der Weihung des Rings zeige ich in diesem Video. In diesem Video gehst du durch die 7 Hauptchakren energetisch, um den Ring zu weihen. Dabei sollte man erwähnen, dass dieses Ritual für die Ringweihe ein weißmagisches Ritual ist. Daher ist dieser Tempelring ein weißmagischer Tempelring. Man kann auch ein schwarzmagisches Ritual durchführen, um einen schwarzmagischen Ring zu erschaffen. Da gebe ich dir recht, Leamas. Aber wir wollten dieses Jahr überwiegend weißmagische Inhalte zeigen und gegen Ende des Jahres etwas schwarzmagisch werden. Die Ausbildung, die 5 Türme der Magier, ist rein weißmagisch, um ein sicheres Fundament in der magischen Ausbildung zu schaffen. Natürlich heißt es nicht, dass ihr nur weißmagisch arbeiten sollt. Wer sich nur mit weißer Magie beschäftigt, hat nur ein halbes Wissen. Und dem steht nur einen kleinen Teil der Magie zur Verfügung.
Dem stimme ich dir zu, Amina. Daher werden wir nächstes Jahr mehr auf schwarze Magie eingehen. Wir haben durch die magische Ausbildung, die 5 Türme der Magier, unseren Zuschauern einen sicheren Raum gegeben, in denen sie Rituale ausüben können. Auch schwarzmagische Rituale. Ich bin mal gespannt, wann endlich meine Videos kommen. Das dauert noch ein bisschen. Wir kommen nun zu dem Video 96, die 4 Flammen der 4 Himmelsrichtungen und dem magischen Stab. Dieses Video wird wieder nur von HDJ moderiert. Ich diene in diesem Video nur als Model. HDJ redet in diesem Video über den groben und rauen Stein. Richtig, so wie in Freimaurerlogen verwendet wird. Ich weise darauf hin, dass sie in kabbalischen Traditionen verwendet werden. Die Ausbildung, die 5 Türme der Magier, stammt zum größten Teil von der kabbalischen Tradition ab. Ich habe auch über die Nützlichkeit von Pflanzen in einem Ritualraum gesprochen. Dass sie Rituale verstärken können oder auch als Opfergabe dienen können. Du hättest dabei noch erzählen müssen, dass der Magier die Energie der Pflanzen abziehen kann und in seinem energetischen System resorbieren und verwenden kann. Das geht im Übrigen nicht nur mit Pflanzen, sondern auch mit Men. Halt, stopp, darüber reden wir heute nicht. Ja, stimmt, sondern im neuen Jahr. So ist es, mein Guter. Weiter zum Video. Ich würde sagen, wir trinken noch einen Schluck. Ja, und zwar einen guten Schluck. Prost, mein Freund, und auf uns. Prost, mein Freund. Oh je, wenn das Mann gut geht mit eurer Trinkerei und ihr nicht nachher völlig betrunken seid. Warum sollen wir später betrunken sein? HDJ und ich haben vor ein paar Jahren ein besonderes Ritual durchgeführt. Ja, wir können dank diesem Ritual nicht mehr betrunken werden. Oh, echt? Das ist ja toll. Warum habt ihr das Ritual ohne mich gemacht? Tja, du warst arbeiten. Oh, schade. Könnt ihr das Ritual mit mir zusammen nochmal wiederholen? Natürlich können wir das mal machen. Aber ich muss noch dazu sagen, wir haben das Ritual zwar gemacht und werden seitdem auch nicht mehr betrunken, aber wir fahren nachher nicht selber nach Hause, sondern lassen uns abholen. Safety vor. So, lasst uns weiter über unsere Videos sprechen, sonst sitzen wir hier nächstes Jahr immer noch. Ja, du hast recht. Gut, machen wir weiter. Kommen wir zu dem Video 97, der Kelch und das magische Schwert. In diesem Video moderiert Amina zum ersten Mal eines unserer Videos. Premiere, würde ich mal sagen. Ja, ich vergleiche in diesem Video den Kelch mit der Fruchtbarkeit der Frau. Der Kelch formt die Wünsche des Magiers, so wie der Unterleib der Frau das Kind formt. Auch stelle ich die Verbindung zwischen Kelch und Kessel dar. Und schlage auch ein Buch vor. Auch Merlin kommt in diesem Video vor. Der bekannteste Magier aller Zeiten. Und sein Ursprung wird erwähnt. Das stimmt, Leamas, aber ich rede nicht nur über den Kelch, sondern auch über den magischen Stab. Und wie er in Kombination mit Stab und Kelch der Wunsch manifestiert werden kann. In diesem Video führst du eine Kelchmeditation durch. Ja, aber es ist nur ein kurzes Beispiel einer Meditation. Danach erkläre ich das Schwert, dass es zum Schutz und Bannen dient und nicht zum Niedermetzeln. Und dass es dem Element Feuer zugeordnet ist und zur Einweihungszeremonie dient.
Ja, du erwähnst auch, dass das Schwert einen Namen braucht. Nur dann lässt es sich besser führen und es ist machtvoller. Du hast sogar mich in dem Video erwähnt, dass ich mein Schwert von Loki erhielt. Oh ja, ich hoffe, es war in Ordnung für dich. Ja, das ist kein Problem. Die Geschichte dazu ist weitaus komplizierter, die ich im 1000-Abonnenten-Special genauer erklären werde. Die Geschichte von Lea Maas ist wirklich sehr interessant. In Aminas Video wird auch erklärt, als ich mein eigenes Schwert als Kind geschmiedet hatte. So eine persönliche Verbindung habe ich zu meinem Schwert nicht. Ich habe mein Schwert damals in Aurich gekauft, aus dem Waffengeschäft Liebert, als ich damals noch in Aurich gewohnt hatte. Auch der Kauf eines Objektes kann ein magisches Ritual sein. Ja, du hast recht, HDJ. Ich habe in dem Video noch andere Möglichkeiten gezeigt, wo ihr Schwerter, Kelche und Kessel kaufen könnt und Orte, wo ihr diese Objekte weihen könnt. Ein wirklich sehr schönes Video hast du gemacht, Amina. Ich danke dir, Professor N. Das nächste Video habe ich auch moderiert, 98 das Pentakel und das Horn. Da erkläre ich ganz genau, was ein Pentakel ist und wie ihr das Pentakel herstellen könnt. Es ist sehr gut, dass du in diesem Video nochmal darauf eingehst, wie wichtig Meditation ist. Ja, da stimme ich dir zu, Lea Maas. Meditation ist schon ein wichtiges Tool in der Magie. Als nächstes gehe ich auf das Trinkhorn ein, wie ihr eines herstellen oder kaufen könnt. Und ich werde schon wieder erwähnt. Aber du hast recht, ich würde wirklich zum Bauern gehen und mir dort ein Horn besorgen. Natürlich ist die Bearbeitung aufwendig, aber es ist immer so, wenn du etwas günstiger bekommst, ist der Aufwand größer. Und zweitens, wenn du etwas selber machst, ist es schon ein magisches Ritual. Ich gehe weiter darauf ein, dass das Horn geweiht werden muss. Auf einen Gott, wie zum Beispiel Odin, Thor, Loki oder Mutter Erde und so weiter. Ja, und du hast erwähnt, dass ich im Urlaub war. Das stimmt, aber ich hatte auch sehr viel zu tun im Zirkel Ignis Corvus. Wir mussten zusammen einiges für Ignis Corvus erledigen. Nun ja, ich würde sagen, lasst uns noch was trinken. Das ist wirklich eine sehr gute Idee. Schenk doch schon mal ein. Ich bitte nicht. Oh ja, ich trinke mit. Prost! Prost, lasst es euch schmecken. Ja, danke, Prost! Ich fange schon mal mit dem nächsten Video an, 99 der Tempelwächter und ihre Tempelgottheit. In diesem Video erkläre ich, wie ihr einen Tempelwächter erschaffen könnt. Wenn ihr alleine ein solches Wesen erschafft, ist es ein Servitor, der euren Tempel und euch beschützt. Aber wenn ihr eine Gruppe seid und jedes Mitglied an die Erschaffung des Wesens beteiligt ist und ihre Energien mit einbringen, ist es ein Egregor. Ein Egregor ist doch mächtiger als ein Servitor, oder? Ja, und umso größer dieser magische Zirkel ist, also umso mehr Mitglieder er hat, umso mächtiger ist der Egregor. Nun ja, nicht unbedingt. Wenn ein einzelner Magier mit einer Gottheit oder Dämon einen Servitoren bzw. einen Egregorn erschafft, dann ist dieser Servitor mächtiger als irgendeinen Egregorn von irgendeinem Zirkel, egal wie viele Mitglieder er hat. Ja, das stimmt, aber das hat Amina ausführlich in diesem Video erklärt. Das stimmt, in dem Video habe ich den Servitor mit Hilfe der Tempelgottheit erschaffen. Und somit wurde es zum Egregoren.
Natürlich gehe ich inhaltlich in dem Video nochmal auf die Tempelgottheit ein. Das nächste Video 100. Die vier Tore der Himmelsrichtung und ihre Götter haben wir zu dritt moderiert. Amina, HDJ und ich. In diesem Video öffnen wir die vier Tore der vier Himmelsrichtungen mit magischen Symbolen und stellen den Kontakt zu den Göttern der vier Himmelsrichtungen her. Sie dienen als Schutz für die vier Himmelsrichtungen. Wir erklären, zu welchen Elementen die vier Tore gehören und welche Objekte zu den Toren passen. Kommen wir jetzt zu dem Video 101 Der Turm und das Osttor. Dieses Video moderieren Leamas und ich zusammen. In dem Video erklären wir, dass der Tempel der erste Turm ist, da der Tempel über vier Ebenen reicht, auf die ihr gelangt durch eine spezielle Meditationstechnik. So ist es. Und in jeder der vier Himmelsrichtungen steht ein Turm. Da ihr in dieser Ausbildung lernt, den Turm eures Tempels zu aktivieren und ihr Zugang zu den vier Türmen der vier Himmelsrichtungen erlangt, über euren Tempel. Daher heißt die Ausbildung auch die fünf Türme der Magier. Die nächsten Videos, 102 das Versiegeln des Südtores, 103 das Versiegeln des Westtores, 104 das Versiegeln des Nordtores. Führen wir Rituale durch, um die einzelnen Tore der vier Himmelsrichtungen zu versiegeln, mit Hilfe der Götter. Ganz genau, damit keine anderen Wesen unbemerkt von anderen Welten in unseren Tempel kommen und in dieser Welt Schaden anrichten können. Ja, oder sich irgendwelche Parasiten in unsere Aura anheften, die uns Energien abziehen. Daher sind wir in dieser Ausbildung sehr auf Sicherheit fokussiert. Im nächsten Video, 105 Robe und das zweite Versiegeln, gehen wir nochmal auf die Herstellung der Roben ein und versiegeln zum zweiten Mal in einem Ritual den Tempel. Ich mache mal weiter. In dem Video 106 Magischer Name und Ritual erklärt Amina, wozu ein magischer Name dient und dass ihr euren magischen Namen geheim halten müsst, da ihr mit diesem Namen herbeibeschwört werden könnt. Ich erkläre euch, wie mächtig Rituale sein können und wenn man sie unbedacht nutzt, großen Schaden ausgelöst werden kann, da alles wie Zahnräder ineinander verankert ist. Daher solltet ihr achtsam vorgehen. Dieses erkläre ich anhand mehrerer Beispiele. Auch die innere Zeitung habe ich ausgiebig erklärt. Die innere Zeitung ist sehr hilfreich bei Erfüllung von Wünschen, die schnell funktionieren sollen. Nun gut, machen wir weiter mit dem nächsten Video 107. Logen und Rituale. In dem Video erklärt Amina, wie man sich in einer Loge verhält. Das stimmt, aber nicht nur. Ich zeige euch ein kleines Ritual für eine Verbindung zu Mutter Erde. Und ich zeige, wie ihr die innere und äußere Robe verzaubern könnt. Und in diesem Video zeige ich noch weitere magische Sprüche für Ritualgegenstände. Die magischen Sprüche sind wirklich ausgezeichnet. Schaut mal rein in das Video, es lohnt sich. Im nächsten Video 108, das dritte Versiegeln und Öffnen der Tore. Und Amina redet noch über den magischen Spiegel. Das ist die letzte Versiegelung des Tempels, somit kann kein Wesen in euren Tempel eindringen, das ihr nicht gerufen habt. Es können nur die Wesen hinein, die ihr ruft und einladet. Ich erkläre ganz ausführlich, wie ihr einen magischen Spiegel reinigen könnt. Im nächsten Video, 109 das Vigilium, zeige ich euch ein sehr altes Ritual, um euren Wachhund zu erschaffen. Anschließend erkläre ich ein sehr mächtiges Ritual, das Vigilium. In dem nächsten Video 110 Tempelweihung,
zeigt Amina euch ein Abschlussritual für den Tempel. In diesem Ritual wird der Tempel geweiht und ist somit gegen alle Einflüsse geschützt. Ab nun kommen nur noch Zusatzrituale und Technik. Ja, der Tempel ist ab jetzt fertig und voll einsatzfähig. Und in den nächsten Videos geben wir euch einige Beispiele von Techniken und Rituale. Wie zum Beispiel in den Videos 111 Loku Erinnerungshilfe, Rituale, Räucherung und keltisches Ritual. In dem Video 112 Ritual griechisches Magiesystem zeige ich euch ein griechisches Ritual. Und in dem Video 113 ägyptische Rituale zeige ich euch ganz ausführlich ein ägyptisches Ritual. Und in dem Video 114 Rituale evozieren und invozieren gehst du nochmal ganz ausführlich auf die Rituale ein. Wie Rituale aufgebaut sind, damit jeder sich sein eigenes Ritual entwerfen kann. Und du erklärst in dem Video den Unterschied zwischen evozieren und invozieren. Und in dem nächsten Video 115 Gruppenseele und Gruppengeist erkläre ich, was eine Gruppenseele ist und was ein Gruppengeist ist. Und zeige die Unterschiede auf. In dem nächsten Video 116 Sommerritual zeige ich ausführlich ein Sommerritual. Und in dem Video 117 erkläre ich ganz genau, was astrale Torwege sind. Und wie ihr sie nutzen könnt, um in andere Welten zu gelangen. Das Video 118 Inneres Königreich und Lichtkörper bilden ist der zweite Teil von dem Video 117, in dem ich euch auch zeige, wie ihr in die Anderswelt gelangt, zu eurem Königreich. Und dort einen Wächter für euren Königreich findet. Und dabei erkundet ihr euer Königreich und stellt einen Wächter vor dem Tor eures Königreichs ab. Diese Reise ist atemberaubend. Leute, schaut euch unbedingt das Video an. Es lohnt sich wirklich für euch, damit ihr auch so eine Reise nachmachen könnt. Das hört sich wirklich interessant an. Wollen wir nochmal anstoßen, da ich gleich noch was zu erledigen habe. Ja, eine super Idee. Prost! 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 Ich bitte nicht, ich trinke später noch mit euch. Ich mache erstmal weiter mit dem Video. Wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, richtig. In diesem Video zeige ich noch, wie ihr euren zweiten magischen Körper bilden könnt. Und somit zur gleichen Zeit an zwei verschiedenen Orten sein könnt. Im nächsten Video, 119 kabbalistisches Ritual, zeige ich euch ein kabbalistisches Ritual. So, Professor, du bist an der Reihe, da deine Videos jetzt kommen. Oh, ja! Ich bin jetzt an der Reihe. In dem Video Ehenleichen und UFOs lüftet die US-Regierung. Da spricht der Teufel namens Scon, der über aktuelle Geschehnisse spricht. Über David Grush und zwei Navy-Piloten, die UFOs und Alienleichen besprechen. Ich habe auch noch zwei weitere Videos gemacht, das aber eher Aufklärungsvideo sind. Unter anderem ist da auch ein Video dabei von den mexikanischen Mumien. Und dieser dämonische Berichterstatter Gon verleihe ich meine Stimme, ja. Und wie ihr sicherlich gesehen habt, ist Gon eine Parodie von den Streamer und YouTuber und das Gewissen des Internets, Stay. Er nennt sich Stay, das so viel heißt wie verweilen oder bleiben, da er in seinen Streams mal geäußert hat, er würde gern als roter Teufel mit Hörnern umgeben von Feuer dargestellt werden.
So haben unsere Grafiker ihn als Teufel dargestellt und haben aus Steh, was von Englisch auf Deutsch bleiben bedeutet, den Teufel Gone genannt, das von Englisch auf Deutsch weg, weggehen oder vergangen bedeutet. Es machte mir sehr großen Spaß, als Gon zu sprechen. Und ich habe versucht, mich wie Stay auszudrücken. Jetzt gehen wir mal gottlos auf Mutter. WTF? What the fuck? Das nächste Video ist wieder mit mir, 120 Umzug mit Hausgeist und Tempel und das Ritual der mittleren Säule. Ich erkläre euch, wie ihr euren Hausgeist mit einem besonderen Ritual mitnehmen könnt, in eure neue Wohnung. Und was zu beachten ist, und wie ihr euren Tempel mitnehmen könnt, zu euren neuen Wohnungen. In diesem Video zeige ich euch ein Schutzritual. Im nächsten Video 121 Gedankenformen, Mind Control, negative Orte. In diesem Video erklärst du, wie man seine Gedanken abschirmt. Du berichtest von Schutzvorrichtungen, die Mystikschulen, Logen und Zirken haben, wie zum Beispiel Egregoren. Ja, und du erwähnst, dass die Schüler oder Mitglieder das Siegel von dem Egregoren in ihrer Aura bekommen, das sie gleichzeitig identifiziert auf allen magischen Ebenen, dass sie zu diesen Egregoren und deren Organisation gehören. Dieses bietet gleichzeitig auch Schutz, wird der Schüler oder ein Mitglied angegriffen, so beschützt ihn der Egregor. So ist es, meine Herren. Kommen wir zu dem nächsten Video, 122 Kraftorte wiederbeleben. In diesem Video geht es darum, alte mystische und besondere Orte, die eine besondere Aura ausstrahlen, wieder zu aktivieren, sie zum neuen Leben erwecken. Das nächste Video, 123 die Reise nach Atlantis und C. Piep, Ualmagie. Rede ich über die Blutlinie und führe eine meditative Reise nach Atlantis durch. Auf diese Art des Reisens werden wir in späteren Video noch genauer eingehen. Ja, und auf C, Piep, Ualmagie erkläre ich in dem Video auch ausführlich. Das nächste Video, 126, Tatwa-Symbole und Hypnagoge-Bilder. Das sind besondere Symbole und Bilder, die Türen in die Anderswelt öffnen. Sie bringen unsere Gedanken zum Schweigen und in diesem Zustand bringt der Mensch Erstaunliches hervor. Wirklich sehr interessant. Und die Technik wird in dem Video genau erklärt? Ja, das wird sie. Oh, okay. Wollen wir noch was trinken? Ja, warum eigentlich auch nicht? Prost! 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 Das nächste Video, 127 Mondmagie und weibliche Mysterien. Erkläre ich ganz ausführlich die magische Kraft der Frau und berichte von einem speziellen Ritual. Ich wollte noch einen zweiten Teil machen, ein Ritual nur für Frauen. Aber leider wollten viele Zuschauer lieber die Männer hören in den Videos. Daher halte ich mich ein bisschen zurück. In dem nächsten Video 128 Heilen im Tempel gehe ich genauer auf verschiedene geistige Heilungsmethoden ein. Wie zum Beispiel Reiki, Quantum Touch, Amadeus Sherman, Prana und so weiter. Und ich berichte auch von einer Heilungsmethode, die uns unser schamanischer Lehrer gezeigt hat. Für diese Methode benötigt ihr keine Einweihung. Und diese Technik habe ich euch auch in diesem Video gezeigt. Also schaut da mal rein. In dem nächsten Video 129 Rückführung in frühere Leben. Da zeigt euch HDJ eine besondere Technik,
wie ihr in euren früheren Leben reisen könnt. Richtig. Aber ich warne euch auch davor, es zu tun, da es Folgen für euch haben könnte. Das nächste Video, 130 Aura und die 7 Strahlen. In diesem Video erklärt ihr GJ, wie ihr lernt, die Aura von Menschen, Tieren und Pflanzen wahrzunehmen, diese zu scannen oder zu lesen und sich mit einer anderen Aura zu verbinden. Das Verbinden mit anderen Auren. Darüber haben wir schon einmal ein Video gemacht, vor circa 2 Jahren. Ihr findet es in der Playlist Magie. Und das Video heißt Pirschen und Borgen. Und zwar ist es die Technik Borgen. Bei dieser sehr alten schamanischen Technik übernehmt ihr den Körper eines Tieres. In diesem Fall den Körper eines Adlers. Der Schamane, der diese Technik erlernt und beherrscht. Und anschließend die schamanische Technik, das Pirschen, erlernen und beherrschen. Diese Schamanen, die diese beiden Techniken beherrschen, sind bekannt unter dem Namen Skinwalker. Oh, sehr interessant. Das wusste ich noch nicht. Tja, was alt ist, ist nicht immer schlecht. Machen wir weiter. Das nächste Video, 131, Invokation und Elementare. Da geht es um ein mächtiges Leiergesang der Elemente. Es ist mehr als ein Leiergesang. Es ist schon eine Invokation und eine Verbindung zu den Elementaren. Und es geht um das Kontrollieren oder Beherrschen der Elemente. Und in den nächsten Videos geht es um unser magischen Adventskalender. 132 Siegelen und Siegel erstellen, 133 Glamour-Magie, 134 die Elemente. Von 135 bis 138 die Reiki-Symbole. 139 Wicca, 140 Hexenflasche, 141 Maleficium-Hexenflasche, 142 Voodoo-Fluch gegen das Lästern. 143 Objekte verfluchen, 144 Fluchwahrnehmung und Bannen. Am 23. Dezember 2023 Biografie über den Schwarzmagier Anton Lafay. Und am 24. Dezember 2023 die satanische Bibel von Anton Lafay. Ja, gegen Ende des Jahres haben wir den linken Pfad der Magie angesprochen. Es liegt daran, dass wir im neuen Jahr mehr schwarzmagisch unterwegs sein werden. Da Magie nicht nur schwarz und weiß ist. Also, lasst euch überraschen, was wir nächstes Jahr für Videos herausbringen werden. Wir bedanken uns ganz herzlich für die über 400 Abonnenten in diesem Jahr und hoffen, dass wir Ende nächsten Jahres vielleicht die 1000 Abonnenten schaffen. Wir haben eine Serie geplant, die wir erst starten, wenn wir 1000 Abonnenten haben. Wir werden sehen, ob es klappt. Wir wünschen euch allen viel Gesundheit, Glück, Freude und Erfolg im nächsten Jahr. Mögen eure Wünsche alle in Erfüllung gehen. Seid gesegnet. Wir trinken noch ein bisschen und stoßen auf euch an. Prost! Na dann, worauf wartet ihr Jungs? Auf unsere Community und Zuschauer. Auf uns und unser YouTube-Kanal. Prost! 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 Bis nächstes Jahr. Seid gespannt und bleibt dabei!